Hallo. Heute ist die Vorstellung des neuen Multiplex-Handsenders Cockpit SX7 bzw. 9 aus der Generation 2015. Der Sender hat das Motto Touch and Fly. So einfach wie noch nie zu bedienen. Was erwartet Sie bei dieser neuen Fernsteuerung? Ein neues, zukunftsweisendes TFT-Touch-Display. Neuer, wegweisender Modellassistent und die Hardware, das Beste aus Multiplex. Was ist das Neue an dem Farb-Touch-Display? Es ist 3,5 Zoll groß. Es ermöglicht eine 24-stündige Senderbetriebszeit. Und es ist sonnenlichttauglich. Das heißt, wir haben hier ein transflektives Display, was bei der Sonne draußen direkt der Sonneneinstrahlung perfekt ablesbar ist. Wir kennen das ja alle von dem Handy. Wenn die Sonne scheint, auf einmal kann man gar nichts mehr sehen. Das ist hier anders. Das heißt, wenn die Sonne drauf scheint, kann man es perfekt erkennen. Denn wo sind wir denn, Modellsportler? Draußen an der Sonne. Und das mit 24 Stunden Senderlaufzeit. Das ist wirklich super. Neuer, wegweisender Modellassistent. Was ist das Besondere an diesem Modellassistent? Dass er absolut intuitiv die Menüführung ermöglicht, wie bei einem Smartphone. Diese einfachste Bedienbarkeit macht das Programmieren auf dem schnellsten Wege möglich. Der Sender hat eine ganz klare Menüführung über Icons, wie Sie es von Ihrem Smartphone gewohnt sind. Bis hin zu den Wischgesten. Den Modellassistenten finden Sie im Modellspeichermenü. Hier wählen Sie ihn aus. Treffen die Auswahl Ihres Modelltyps von Easy bis hin zu Multicopter. Und gehen die einzelnen Fragen zu Ihrem Modell Schritt für Schritt durch, bis Ihr Modell vollständig konfiguriert ist. Super einfach, super schnell. Der neue Modellassistent. Und die Hardware? Das Beste aus Multiplex. Telemetrie und Sprachausgabe. Telemetriedisplay. Große Anzeige bei nur einem Sensorwert. Komplette Anzeige bis zu 8 Sensoren auf einem Display möglich. Wir haben die Telemetrie und die Sprachausgabe fest integriert von Anfang an mit über 450 Wörtern in Deutsch, Englisch und Französisch. Prüfen Sie die Position aller sicherheitsrelevanten Bedienelemente. Integriert sind auch die Knüppel der Profi TX für präzises und perfekten Führen des Modells. Die Übertragungsart ist M-Link, wie bei allen Multiplex-Fernsteuerungen. Die Antenne ist eine IoAT-Antenne. Was bedeutet IoAT-Antenne? Wir haben hier, wie auch bei der Profi TX, die Antenne nach innen in den Sender verlegt. Man braucht sich keine Gedanken darüber machen, wohin die Antenne zeigt. Die maximale Reichweite wird dafür ermöglicht und der beste Empfang, den es bisher gab. Moderner ARM7 Prozessor, bekannt vom Smartphone. USB-Buchse, zukunftssicher, der Software updatefähig. Und diese Fernsteuerung ist 100% made in Germany. Vom Design her edel gemacht und sie wirkt ein bisschen wie die Profi TX, eine kleine Profi TX Fernsteuerung. Wie ist es, der Handsender? Wie fühlt es sich an? Er liegt perfekt in der Hand. Man nimmt den Sender in die Hand und fühlt sich sofort zu Hause. Alle Schalter sind perfekt erreichbar. Die Haptik, das Gehäuse, wunderbar. Und das Ganze wiegt nur 846 Gramm exakt und somit ein perfekter Handsender für langen Modellflugspaß. Cockpit SX7 hat 7 Kanäle, 200 Modellspeicher. Der Ausbau ist mit 4 Schaltern, 2 Proportionalgeber und 2 Taster. Cockpit SX9, 9 Kanäle, 200 Modellspeicher. Der Ausbau ist mit 6 Schaltern, 2 Proportionalgeber und 2 Taster. Zum Lehrer-Schüler-Betrieb benötigen Sie den Multiplex Copilot. Nur durch Berührung eines Knüppels kann der Lehrer das Modell wieder übernehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Thomas Peter.
Mein Name ist Jürgen Scholz, Ihr Multiplex-Team.